Willkommen. Und was ich euch sage, das sage ich allen. Wachet. Editor Abraham Mowski, Aera Studio. Wassermühle Hackfort, Umgebung von Winterwijk, erbaut um 17. Jahrhundert. Willibrordkirche, Alt-Zevenaar, gegründet vom heiligen Missionar Willibrord, im 8. Jahrhundert. Petronella Oppedijk wurde 1945 in den Niederlanden geboren und wuchs in Winterswijk in der Nähe der deutschen Grenze auf. Ihr Vater war Lehrer in Zeichentechnik und Mechanik. Ihre Mutter hatte Kunstakademie studiert. Und sie verriet mir, im Alter von 3,5 Jahren machte Petronella bereits Zeichnungen mit bemerkenswerter Arbeit des Lichts. Und wir waren sehr erstaunt. Als Jugendlicher bestand sie mehrere Prüfungen und erhielt anschließend von der Kommission ein Befähigungszeugnis als staatlich geprüfte Lehrerin. Im Alter von 20 Jahren wurde Petronella während ihres Gebets vom Geist zum göttlichen Licht getragen. Sie sah die schönen und liebevollen Augen von Jesus und er gab ihr die Versicherung: Ich werde dich niemals verlassen, auch nicht in Verlassenheit. Eine liebe Freundin ermutigte Petronella auch finanziell, wegen ihres Hintergrunds ein Studium der Malerei zu beginnen. Als sie sich über See befand, nahm sie ein Studium der bildenden Kunst auf. Und der Professor sagte ihr nach 6 Monaten: Ich kann jetzt nur von Ihnen lernen. Bei ihrer Rückkehr in die Niederlande war sie dankbar für die Unterstützung von Pastor Olde Rickert und begrüßte die Entscheidung des Bürgermeisters und der Stadträte von Zevenaar, die es ihr ermöglichte, ihre außergewöhnliche künstlerische Qualität weiterzuentwickeln. Petronella setzte ihr Kunststudium fort. Und mit Hilfe ihrer lieben Freunde präsentiert sie nun ihre außergewöhnliche einzigartigen Lebensgröße Meisterstücke mit dem Gebet: Bleibet in mir. Du hast die Worte des ewigen Lebens. E-Book, PDF, mit archäologischem Link innen, in mehreren Sprachen verfügbar, nicht kommerziell. And what I say to you, I say to all. Watch. DVD. Museum Edition. With special thanks to Bible Society of Jordan, the other Holy Land. Russian Bible Society, French Bible Society, Bible Society of Spain, King James Bible Society, Deutsche Bibelgesellschaft, Belgian Bible Society. Mutter Maria und Jesus, seine Geburt, Kreuzigung und Auferstehung. Die inspirierte Kunstsammlung ist handbemalt in Öl, mit einem innovierten klassischen Ausdruck von Petronella Oppedijk. Im Laufe der Jahrhunderte suchten gottesfürchtige Menschen nach dem Tag, dass der Erlöser der Welt geboren werden würde. Im Herzen jeder Frau gab es die heimliche Hoffnung und den Wunsch, die Mutter des Messias zu werden. Gott hat Maria als Auserwählte genommen, sie war eine Nachkommenin des Königs David. Erzengel Gabriel erhielt die Aufgabe, diese Botschaft an Maria zu überbringen: Sie wurde vom Heiligen Geist empfangen und wird einen Sohn gebären, den sie Jesus nennen werden, weil er sein Volk von ihren Sünden retten wird. Wie alter Meister van Eyck war ich auch von dieser feierlichen und heiligen Veranstaltung beeindruckt. Ich wollte dem Engel nach meiner eigenen Interpretation ein Gesicht geben und auch dem Zweig mit Lilien. Das Symbol der Reinheit wird durch die weiße Farbe der Lilien dargestellt. Durch das Fenster sieht man die niederländische Landschaft, die auch für mich eine spirituelle Bedeutung hat. Ich möchte die Botschaft für die Niederländer betonen, aber diese Botschaft ist jedoch allgemein. Das Kunstwerk, das ich gemalt habe, ist für jeden auf der ganzen Welt. Das Kreuz auf dem Diadem bezieht sich auf das zukünftige Leben Jesu, in dem wir leben dürfen. Gabriel verkündet die Geburt Jesu. Der Erzengel sagte: Friede sei mit dir.
der Herr ist bei dir und hat dich sehr gesegnet. Maria antwortete, mein Herz lobt den Herrn, meine Seele freut sich über Gott, meinen Retter. Von nun an werden mich alle Leute gesegnet nennen, denn die großen Dinge, die der mächtige Gott für mich getan hat und dass der Heilige Geist mir überschattet hat. Der Name des Sohnes wird auch Immanuel genannt. Jesaja bezieht sich auf noch mehr Namen von Jesus, wundervoller Ratgeber, mächtiger Gott, der ewige Vater, der Prinz des Friedens. In diesem Gemälde wählte ich Maria, um den Engel Gabriel anzugucken, im Gegensatz zu den Kunstwerken des alten Meisters van Eyck. Der verehrte Pastor Olde Rickert gab mir einige gute Ratschläge, indem er mir sagte, ich sollte die Taube geistiger malen, welche den Heiligen Geist symbolisiert. Das vorige Gemälde und dieses gehören zusammen, ich habe viel Rot in den Flügeln von Gabriel verwendet, was mich auch beim Gemälde von Maria für die rote Vase mit weißen Lilien entscheiden ließ. Das Symbol der Reinheit bezieht sich auch auf ihre Jungfräulichkeit. Der Archäologe Ron Wild erklärte in seinem Video, dass das kostbare Blut von Jesus, seinen eingeborenen Sohn Gottes, aus 23 Chromosomen und 1 nichtmenschlichen besteht, was die Jungfräulichkeit von Mutter Maria unterstreicht. Mutter Maria, vom Heiligen Geist überschattet. Und Hirten waren in derselben Gegend auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Herde. Der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich bringe euch eine frohe Botschaft, die allen Menschen gehören wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, der ist Jesus Christus, der Herr. Und plötzlich gab es mit dem Engel eine Menge himmlischer Heerscharen, die Gott lobten, Ehre sei Gott im Höchsten und Friede auf Erden, guter Wille gegenüber den Menschen. Nachdem die Hirten den neugeborenen König gesehen hatten, lobten sie den herrlichen Gott für das Ganze, was sie gehört und gesehen hatten. Ich war ebenso begeistert wie der himmlische Heerscharen über die Geburt des Erlösers und möchte dies durch meine Bilder jedem erzählen. Die Wolken des Himmels haben mit der Materialisierung der spirituellen Welt zu tun, in Farben, die den himmlischen Heerscharen umgeben. Das kleine Lämm betrachtet den Hund. Der Leitstern schwebt über Bethlehem und zeigt auf den Geburtsort Jesu Christi. Come to Bethlehem and see the hymn's birth, the angels sing. Come to Mount on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. See within a manger laid, Jesus, Lord of heaven and earth. Mary, Joseph, lend your aid, with us sing our Savior's birth. Gloria in excelsis Deo. Simeon, der in Jerusalem lebte, war ein guter und gottesfürchtiger Mann und wartete auf die Rettung Israels. Er wusste aus der Schrift, dass der Messias geboren werden würde, wenn Juda nicht mehr regierte. Der Heilige Geist war bei ihm, und der Heilige Geist hatte ihm versichert, dass er nicht sterben würde, bevor er den Messias gesehen hatte, wie er vom Herrn versprochen worden war. Er kam vom Geist geführt im Tempel. Maria und Josef brachten Jesus in den Tempel, um für ihn das zu tun, was der Herr verlangte.
Josef von Arimathäa war auch als Zeuge dabei. Im späteren Leben wurde Jesus von Johannes in Bethanien, östlich des Jordan, getauft, bekannt als Almagtas, arabisch für Taufe. Simeon nahm das Kind in die Arme und dankte Gott: Nun, Herr, du hast dein Versprechen gehalten und du lässt deinen Diener in Frieden gehen. Mit meinen eigenen Augen habe ich ihre Erlösung gesehen, die du in Gegenwart aller Menschen vorbereitet hast. Ein Licht zu den Heiden, deinen Weg zu offenbaren und Völkern Ehre zu bringen. Es gab eine Prophetin Hanna, sie verließ den Tempel nicht und sie brachte Gott Tag und Nacht Ehre, indem sie fastete und betete. Sie dankte Gott und sprach mit allen über das außergewöhnliche Kind, die darauf warteten, dass Gott die Menschheit erlösen wird. Mutter Maria, Simeon und Baby Jesus. Teil der drei wichtigsten Tempelsäulen mit 34 kleinen Gemälden. Die Tempelsäulen zeigen die wichtigsten Ereignisse, die wie folgt beschrieben werden. Die mittlere Tempelsäule zeigt die im Alten Testament beschriebenen wichtigen Ereignisse, erster oben die Schöpfung, zweiter Kreation von Adam und Eva, dritter der Engel vertrieb sie aus dem Paradies, vierter die große Flut, fünfter der Turm von Babel, sechster Jakob bittet den Engel und fürchtet die Konfrontation mit Esau, siebter Moses in der Wiege am Nil, achter Moses empfangt die zehn Gebote von Gott auf dem Sinai. 9. Naomi und Ruth verlassen Orpa an der Grenze, wo Ruth sagte, ihr Volk soll mein Volk sein, ihr Gott ist mein Gott. Die rechte Tempelsäule zeigt die wichtigen Ereignisse des Neuen Testamentes. Erster über Jesus bei der Schöpfung. Zweiter Verkündigung von Gabriel. Dritter der Flucht nach Ägypten. Vierter die Taufe Jesu. Fünfter die kranken Menschen zu Jesus bringen, um geheilt zu werden. Sechster Verklärung am Berg. Siebter sie brachten die kleinen Kinder zu Jesus. Achter Jesus seine Kreuzigung. Neunter der Tempelvorhang in zwei Teile zerrissen. Zehnter Auferstehung Jesu. Elfter Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Zwölfter der Heilige Geist setzte sich im Zungen auf den betenden Jüngern. Dritte die Steinigung des heiligen Stephan, für die Gefährdung ihres Geldflusses, mit seiner Botschaft. Jesus der Gekreuzigte hat das System der Tieropfer, mit seinem Blut abgeschafft. 14. St. Paulus bringt den Heiden das Evangelium. Die linke Tempelsäule zeigt die wichtigsten spirituellen Ereignisse, erster das neue Jerusalem im Himmel, umgeben von Engeln. Zweiter die Seelen der Menschen, die von Engeln in den Himmel gebracht wurden. Dritter der Teufel führte Jesus auf einen hohen Platz und zeigte ihm sofort alle knienden Menschen und Königreiche der Welt und sagte, verehre mich einfach, und du kannst alles haben. Vierter das jüngste Gericht Gottes. Fünfter ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine mit der Sonne bekleidete Frau, mit dem Mond unter ihren Füßen und einer Krone aus 12 Sternen auf dem Kopf, und der Drache, der die ganze Welt betrog, wurde auf die Erde und alle seine Engel mit ihm niedergeworfen. Sechster der Krieg im Himmel. Siebter der Krieg im Himmel. Achter der Krieg im Himmel. Neunter der Kampf zwischen dem Erzengel Michael und dem Teufel. Zehnter den Kampf ist besiegt. Elfter Baum des Lebens im Paradies restauriert. Schließlich das Gewand von Josef von Arimathäa zeigen die Symbole der Erlösung. Der Engel des Herrn erschien Josef in einem Traum und sprach, steh auf und nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten und bleib da, bis ich euch eine Botschaft bringe, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Josef wartete nicht bis zum Morgen. Er stand sofort auf und begann die lange Reise mit Maria und das Kind unter dem Schutz des Engels. Vorhin hatten die Weisen Jesus kostbare Gaben gegeben, und so sorgte Gott für die Kosten der Reise und ihren Aufenthalt in Ägypten, bis sie in ihr Land zurückkehren konnten. Josef und Maria blieben in Ägypten bis nach dem Tod von Herodes.
Da erschien der Engel wieder Josef und sprach, steh auf und nimm das junge Kind und seine Mutter und gehe in das Land Israel, denn sie sind tot, die das Leben des jungen Kindes gesucht haben. Nach den Anweisungen des Engels kehrte Josef in sein Haus in Nazareth zurück. Das Porträtformat dieses Gemäldes war eine Herausforderung wegen des Hintergrundes, welche ich in drei Teile aufgebaut habe. Mutter Maria, Baby Jesus und Josef. In der Nacht vor seinem Tod durch Kreuzigung am Kreuz ging Jesus Christus in den Garten von Gethsemane, auf dem Ölberg außerhalb von Jerusalem, und betete, Vater, wenn du mir diesen Becher nimmst. Nicht mein Wille, aber dein Wille geschehe. Ein Engel vom Himmel erschien ihm und stärkte ihn. Der Engel wird traditionell als Erzengel Kamuel bezeichnet, um Jesus dort zu begegnen, um ihn für die bevorstehende Herausforderung zu trösten und zu ermutigen. In großer Angst betete er noch leidenschaftlicher, sein Schweiß war wie Bluttropfen, die auf den Boden fielen. Jesus dachte über den Schmerz nach, den er in Körper, Geist und Seele am Kreuz ertragen musste, und erlebte einen intensiven spirituellen Kampf im Garten. Erzengel Kamuel wurde aus dem Himmel gesandt, um Jesus zu ermutigen, seine Mission voranzutreiben, sodass der Schöpfer und seine Schöpfung durch seine Wiederherstellung wieder friedliche Beziehungen miteinander erfahren können. Kamuel und Jesus. Die schändlichste Todesform war die Kreuzigung Jesu auf dem Berg Golgatha, oberhalb der Höhle, in der Arche des Bundes, um 586 vor Christus heimlich versteckt war, durch den Prophet Jeremia mit Hilfe seiner Priester, die Kreuzigung Jesu, die im 1. Jahrhundert und wahrscheinlich 27 nach Christus stattfand, wurde in die Briefe des Neuen Testamentes aufgenommen, von anderen alten Quellen bezeugt und von nichtchristlichen Autoren bestätigt. Als der gekreuzigte Jesus einen lauten Schrei ausstieß und seinen letzten Atemzug tat, wurde der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile zerrissen. Das kostbare Blut des Heiligen Herzens Jesu, zusammen mit dem Wasser, die von seiner Seite kam, tropfte das Kreuz hinunter. In the cross. In diesem dramatischen Gemälde habe ich auch den Hauptmann betont, der auf Jesus hinweist und bestätigt, dass er der Sohn Gottes ist. Die Erde bebte und die überwältigendste Erkenntnis war, dass das Blut Christi tatsächlich, durch die zerrissene Erde, auf den Gnadenstuhl der Arche des Bundes gefallen war. Was bestätigte, dass er der Messias ist? Durch sein eigenes Blut hat Christus die ewige Erlösung für uns erlangt, erklärte der Archäologe Ron Wyatt. Bestätigt durch das Video, Interview von Henry Groover, über die Chromosomen Jesu. Als der römische Zenturio und die Soldaten mit ihm das Erdbeben und alles andere sahen, waren sie verängstigt. Und der Zenturio sagte zu dem anderen Soldaten und zeigte auf Jesus, er war wirklich der Sohn Gottes. Römische Soldaten sprechen miteinander und zeigen auf Jesus. Die Auferstehung Jesu Christi. Das Glaubensbekenntnis von Nicäa drückt es aus. Am dritten Tag wurde er gemäß der Heiligen Schrift von den Toten auferweckt. Nachdem die Römer Jesus gekreuzigt hatten, offenbart die Schrift, er wurde durch Josef von Arimathäa in einem neuen Grab begraben.
Es gab wieder ein Erdbeben, und der Engel Gottes rollte den Grabstein weg. Gott hat ihn von den Toten auferweckt, und er erschien zu Zeugen, vor er in den Himmel stieg, um sich zur rechten Seite von Gott dem Vater zu setzen. 3,5 Jahre später sah der heilige Stephan, der Erzdiakon und erste Märtyrer, den Himmel geöffnet und bestätigte, dass Jesus zur Rechten Gottes des Vaters saß. Unerwartet wird er mit demselben auferstandenen Körper und mit der Herrlichkeit Gottes des Vaters aus dem Osten zurückkehren, um sein Volk zu retten und die Lebenden und die Toten zu richten. Von seinem Reich wird es kein Ende geben, ein Königreich für immer und ewig. Ich malte Jesus mit der Buchrolle in der Hand als Triumphator, Erlöser, Schöpfer, großer Hohepriester im Auftrag von Melchisedek und König der Könige zusammen mit Maria von Magdalena, die beliebteste Jünger in der Umgebung des Grabes und als mein großerster Freund. Zuerst musste Jesus seinen himmlischen Vater sehen, deshalb sagte er zu Maria Magdalena, fass mich nicht an. Jesus, nach der Auferstehung, als großer Hohepriester auf dem Weg zum himmlischen Tempel, durch sein eigenes Blut ist er einmal in das Heiligtum eingetreten, nachdem er für uns die ewige Erlösung erreicht hat. Der irdische Tempel wurde, nach dem Vorbild des Originals im Himmel gebaut, das Moses von Gott gezeigt wurde. Nach der Auferstehung Jesu, wurde der irdische Tempel zerstört, wie Jesus es vorhergesagt hatte. Er gebot seinen Jüngern, im Winter oder am Sabbat, nicht zu fliehen. Mitte der Woche, flohen die Jünger Jesu in die sichere Stadt Bella, Tabakwartfall, in Jordanien, dem anderen heiligen Land. Jesus wurde in priesterlichen und königlichen Gewändern der Welt in seinem Herz dargestellt und symbolisiert seine fürsorgliche Liebe zu uns. Lass dich taufen, und betet weiterhin in der heiligen Kommunion mit Jesus Christus, unserem Herrn. Der Herr ist allen nahe, die ihn anrufen. Jesus Christus, der auferstandene Herr, ist mein Licht. Folge ihm, er wird dich befreien. Bleibet in mir. Du hast die Worte des ewigen Lebens. Danke für Ihren Besuch. Editor, Abraham Mowski. Aera Studio, registriert. Der erste Engel der Apokalypse hat seine Trompete geblasen. Und was ich euch sage, das sage ich allen. Wachet!